Hallo, ich bin Kai Schimmelfeder, Ihr Fördermittelexperte. Das Thema Tilgungsfreiheit ist für Unternehmen sowie für Gründer interessant, die sich bei Investitionskrediten einen Liquiditätsvorteil verschaffen wollen. Tilgungsfreiheit bedeutet, Sie starten nicht sofort mit der Rückzahlung von Förderkrediten oder von Hausbankkrediten, sondern Sie starten erst später. Die Tilgungsfreiheit gibt es bei Förderkrediten für bis zu 3 Jahre. Das heißt, dass Sie 36 Monate lang keine Rückführung des Kredites vornehmen. Der daraus entstehende Liquiditätsvorteil, den können Sie direkt für Ihr Unternehmen, für Ihr Projekt, für Ihre Investitionen nutzen. Ich möchte das mal ein Beispiel darstellen, damit Sie ein bisschen mehr verbildlich bekommen, was das für Sie bedeuten kann. Das Unternehmen hier als Beispiel hatte eine Investition vor von 500.000 Euro. Das Angebot war 10 Jahre Laufzeit und die Rate als Ratenkredit war im Monat 4.200 Euro. Und es musste sofort getilgt werden. Die B-Variante war, einen Förderkredit zu nutzen, der auch auf 500.000 Euro festgezurrt wurde, hatte auch eine Laufzeit von 10 Jahren, hatte aber 2 Jahre tilgungsfrei. Daraus ergab sich, dass ab dem dritten Jahr eine erhöhte Rate von 5.200 Euro zu zahlen war. Aber die ersten 2 Jahre ergab sich 24 Monate lang ca. 4.200 Euro keine Tilgung, also Tilgungsfreiheit. Und somit entsteht für dieses Unternehmen ein Liquiditätsvorteil von 100.000 Euro. Das heißt, die B-Variante hier, der Förderkredit, hat zwar ab dem dritten Jahr eine höhere Tilgungsrate, hat aber in den ersten 2 Jahren keine Rückführung der Tilgung. Diese 100.000 Euro, also 24 Monate mal ungefähr 4.200 Euro, die man nicht zurückführen musste, konnte das Unternehmen in Marketingaktivitäten stecken, in anderen Personalaktivitäten stecken und in weitere Projekte investieren und so wertschöpfender einsetzen. Der Liquiditätsvorteil, der sich aus der Tilgungsfreiheit ergeben hat, konnte dem Unternehmen einen weiteren Markteintritt in andere Regionen verschaffen. Hätte das Unternehmen diesen Liquiditätsvorteil nicht gehabt, hätte es ja wieder quasi eigenes Geld in die Hand nehmen müssen und hätte trotzdem rückgeführt den Kredit. Also nochmal, beide Laufzeiten 10 Jahre, beides mal 500.000 Euro. Bei einer Tilgungsfreiheit von 2 Jahren wären hier 100.000 Euro Liquiditätsvorteil. Wäre der Kredit 250.000 Euro, wäre es bei gleichen Konditionen ein 50.000 Euro Liquiditätsvorteil. Entscheiden Sie selber, wo Sie diese Liquidität sinnvoll einsetzen können, um Ihr Unternehmen noch weiter nach vorne zu bringen. Wenn Sie glauben, dass das Thema Tilgungsfreiheit für Sie interessant ist, wenn Sie glauben, dass Sie damit wertschöpfender nach vorne in den Markt bei gleichzeitiger Investition gehen können, dann schreiben Sie mir eine E-Mail an kai@kaischimmelfeder.de. Wenn Sie Fragen zu dem Thema haben, wie gesagt, können Sie mir diese E-Mail schreiben. Sie bekommen kurzfristig Antwort zurück, was das für Sie bedeutet, wo Sie das bekommen und wie Sie es am besten anstellen, diese Tilgungsfreiheit zu beantragen. Denn auch daher, ohne Tilgungsfreiheit vorher zu beantragen, können Sie sie später auch nicht nutzen. Ich wünsche Ihnen auf diesem Wege für Ihr Unternehmen viel Erfolg, alles Gute, Ihr Kai Schimmelfeder.